Wie würdest du so viel Sport machen, wenn du nebenbei arbeiten würdest? Bruder, ich hab ja davor auch gearbeitet. Bis das zu meiner Arbeit wurde. Ich bin einfach 4 Uhr morgens aufgestanden. Ich musste 7.30 Uhr immer, also auf Arbeit sein. Ich bin jeden Tag um 4 Uhr aufgestanden, bin laufen gegangen, 16 Kilometer. Und dann abends, nach Feierabend nochmal ins Gym oder so. Man findet Wege, man muss so Prioritäten setzen. Wenn du es wirklich willst, dann findest du immer Wege. Wenn du es nicht richtig willst, dann findest du Ausreden. Aber dieses ich kann nicht oder Zeit habe ich nicht, Bruder, das ist jederzeit. Ist einfach nur eine Sache von Prioritäten setzen. Chat, ihr müsst euch mal denken. Guckt mal auf eure Bildschirmzeit auf dem Handy. Zieht davon einfach eine Stunde ab und geht diese Stunde ins Gym. Anstatt ihr da noch eine Stunde länger am Handy seid. Aber es ist halt bequemer. Wisst ihr? Das ist immer dieses... Bruder, ich schwöre, egal in deinem Leben, egal, wenn du eine Sache wirklich willst, dann findest du immer Wege dafür. Immer. Außer natürlich Außengegebenheiten sind dafür. Außer man ist verletzt oder irgendwas. Ihr wisst schon, was ich meine. So außer... Oder sehr groß als Schicksalsschlag oder so. Was ich vielleicht für eine kurze Zeit dafür... Was ich bestimmt, was ja nicht was. Boah, Digga, was war das denn jetzt gerade? Einer macht Double Time. Was dich vielleicht davon abhält. Aber sonst. Zeit hat man immer, Zeitmanagement ist das Schwierige. Ja, Bruder. Sonst noch was sehr hilft, Chat. Wenn ihr euch immer abends vor dem Schlafengehen schon den Plan für den nächsten Morgen auf einen Zettel schreibt. Ein auf, okay, was habe ich vor, was muss ich erledigen? Schreibt euch einfach auf den Zettel auf. Dann wisst ihr genau am nächsten Tag, was ihr machen müsst. Und, also was ihr vorhabt. Und dann arbeitet ihr einfach alles ab. So mache ich immer. So vergesse ich auch nichts.